Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei Wissen fürs Leben in der Arbeiterkammer in Feldkirch. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Heute ist Montag, der 28. Oktober 2019. Kennen Sie schon den neuesten Vertrauensindex, der gerade erst in diesen Tagen veröffentlicht wurde? Vertrauensindex heißt, das Markt- und Meinungsforschungsinstitut OGM hat in Kooperation mit der APA im Oktober, also in diesem Monat, 800 repräsentativ ausgewählte Wahlberechtigte befragt, in welche Institutionen sie Vertrauen haben und welchen sie misstrauen. Der Saldo aus habe Vertrauen und habe kein Vertrauen ergibt den Vertrauensindex als eine Rangliste des Vertrauens. Nun, welche Institution genießt nach dieser ganz neuen aktuellen Umfrage derzeit das größte Vertrauen der Menschen in Österreich? Auf Platz 1 steht zum ersten Mal die Polizei mit 46 Punkten, dann der Verfassungsgerichtshof mit 45 Punkten, auf Platz 3 der Bundespräsident mit 44 Punkten und bereits auf Platz 4 die Arbeiterkammer mit 43 Punkten. Noch vor den Universitäten und vor dem Rechnungshof. Also diese 6 Einrichtungen, die erreichen einen hervorragenden Vertrauenssaldo von 38 bis 46 Punkten. Das ist die Spitzengruppe. Dann kommt ein ziemlich großer Sprung. Das Vertrauen sinkt fast um die Hälfte. Die Wirtschaftskammer etwa erreicht noch 13 Punkte und landet damit im Mittelfeld, ähnlich wie Justiz, Bundesheer, Krankenkassen, Nationalbank oder die Landesregierung. Doch immerhin ist dieser Wert oder sind diese Werte noch positiv. Bei der industriellen Vereinigung beispielsweise überwiegt das Misstrauen. Sie landet mit einem Minuswert von 13 Punkten auf dem fünftletzten Platz. Ebenso die katholische Kirche. Auch in sie haben die Menschen kein Vertrauen. Mit einem Minuswert von 14 Punkten rangiert die katholische Kirche an drittletzter Stelle. Noch größer ist das Misstrauen nur noch in Versicherungen und in Medien. Dies nur als kleine Vorbemerkung aus aktuellem Anlass. Jetzt zu unserem heutigen Thema, spiritueller Missbrauch in der katholischen Kirche. Das ist auch der Titel dieses Buches von Doris Wagner. Ihr Anliegen ist es, mit diesem Buch ein Bewusstsein zu schaffen für dieses tabuisierte, verdrängte und viel zu lange tolerierte Übel. Die katholische Kirche hat zwar eigene Sektenbeauftragte, die sich mit spirituellem Missbrauch von nicht-kirchlichen Gruppierungen beschäftigen. Dass es innerhalb der katholischen Kirche ebenfalls sektenartige Gruppierungen gibt, davon hört man von den Sektenbeauftragten nichts. Dabei müssen Sie doch die Bibelstelle kennen, in der Jesus zitiert wird mit der Frage: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht? Und weiter sagt Jesus: Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann kannst du versuchen, den Splitter aus dem Auge deines Bruders herauszuziehen. Der Jesuit Klaus Mertes schreibt im Vorwort zu diesem Buch, dass er mit spiritueller Missbrauch zum ersten Mal in den 1970er Jahren konfrontiert war, und zwar durch die Moon-Sekte, und dass er damals hoffte und wünschte, dass all die Phänomene von umfassender Gehirnwäsche und psychisch-physischer Versklavung in seiner, der katholischen Kirche, nicht vorkommen mögen. Aber, so schreibt er, sie kommen vor und das ist erschreckend. Und er ergänzt:
Wer sich mit geistlichem Missbrauch befasst, muss sich auf tiefes Erschrecken gefasst machen. Es kann lange dauern, bis der Groschen fällt und man dann auch jeden Satz, den Doris Wagner schreibt, voll und ganz unterschreiben kann. Wie kommt Doris Wagner zu diesem brisanten, tabuisierten, erschreckenden, schmerzhaften Thema? Aufgrund eigener leidvoller Erfahrungen. Kurz nach dem Abitur trat sie als junge Frau voller Begeisterung einer Art katholischen Ordensgemeinschaft bei, die innerhalb der Kirche als besonders glaubenstreu gilt und der sie 8 Jahre lang angehörte. Der Missbrauch, den sie in dieser Zeit erlebte, brachte sie hart an die Grenze eines Suizids. Sie schreibt, der Missbrauch hat meine Persönlichkeit auf eine Weise und in eine Tiefe zerstört, die, so glaube ich, für Nichtbetroffene kaum nachvollziehbar ist. Zitat Ende. Ich nenne den Namen dieser Gruppierung bewusst nicht, weil diese Gemeinschaft, statt Einsicht zu zeigen, die Täter-Opfer-Umkehr pflegt, sie stilisiert sich zum Opfer und verbreitet die Unterstellung, Doris Wagner führe eine sogenannte Kampagne gegen sie. Damit überschätzt sich diese Gruppierung allerdings, denn Doris Wagner geht es um viel mehr. Sie will mutig aufklären und sensibilisieren, wie weltweit von Chile bis Australien von der katholischen Kirche das spirituelle Selbstbestimmungsrecht der Menschen verletzt wurde und verletzt wird durch ein weit verzweigtes seelsorgliches Missbrauchssystem. Dass Doris Wagner diese Erfahrungen, die von Briefzensur, Leseverbot und Redeverbot bis hin zu sexuellem Missbrauch reichten, überlebt hat und sie heute ein selbstbestimmtes und glückliches Leben führen kann als Ehefrau, Mutter, Autorin, Angestellte und bald promovierte Philosophin, das verdankt sie vor allem der Liebe ihres Mannes, der im dunkelsten Moment und von Anfang an ohne Zögern an ihrer Seite stand. Fast ebenso wichtig war für sie das nach ihrem Austritt begonnene Theologiestudium, das ihr die Augen dafür geöffnet hat, wie verkehrt die spirituelle Ideologie ist, die als Glaubenswahrheit in sie hinein manipuliert worden war. Doris Wagner wurde bekannt durch ein langes Gespräch mit Kardinal Christoph Schönborn im bayerischen Fernsehen, in dessen Verlauf ihr der Kardinal attestierte, ich glaube Ihnen. Dieses Gespräch ist in diesen Tagen druckfrisch als Buch erschienen mit dem Titel Schuld und Verantwortung. Der schon erwähnte Jesuit Klaus Mertes lobt in seinem Vorwort die systematischen Überlegungen, mit denen Doris Wagner sozusagen eine erste Schneise schlägt in den Urwald der Irrungen und Wirrungen, in denen geistlicher Missbrauch gedeiht, so Klaus Mertes. Liebe Frau Wagner, ich bin dankbar, dass Sie diesen Abend für uns reserviert haben und nach Feldkirch gekommen sind. Seien Sie herzlich willkommen. Danke. Ich freue mich, dass Sie heute so zahlreich hier sind. Es ist für mich ganz besonders, hier in Vorarlberg zu sprechen. Und ich bin ein bisschen überwältigt von der Anzahl der Menschen, die hier sind. Unser Thema ist geistlicher Missbrauch. Und ich fange ganz bewusst nicht mit einer Definition an, sondern ich fange da an, wo ich selber angefangen habe, nämlich ohne Definition, ohne einen Begriff zu haben von dem, was da passiert ist. Ich bin nach meinen eigenen Erfahrungen und schon während ich selber Erfahrungen gemacht habe mit dem, wofür ich heute den Begriff geistlichen Missbrauch habe, mit ganz vielen anderen Menschen in Kontakt gekommen, die ähnliche Sachen erlebt haben, die auch keinen Begriff dafür hatten. Ein junger Mann, der sehr begabt war, sehr
von sich überzeugt, sehr eloquent in eine Gemeinschaft eintritt. Das kommt in ganz vielen Gemeinschaften vor, der in einer Gemeinschaft eintritt, 6 Jahre da dabei ist, sehr begeistert war, sehr erfüllt und der gegen Ende seiner Zeit in dieser Gruppe feststellt, dass er einfach am Ende ist. Dass er morgens aufwacht, Tränen in den Augen, sich wünscht zu sterben und er weiß selber nicht, was ist da eigentlich los. Eine Mutter, die erzählt, wie ihre Tochter eingetreten ist in eine neue Gemeinschaft. Auch sie, eine ganz normale junge Frau mit vielen Freunden, mit vielen Talenten. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, magert die bis auf die Knochen ab, verändert sich ganz dramatisch. Die Mutter merkt, es geht ihr nicht mehr gut. Die Tochter schafft es, da rauszukommen und 20 Jahre später ist die Tochter noch nicht wieder auf den Beinen. Über solche Geschichten bin ich gestolpert. Ich habe andere Betroffene kennengelernt, aber hatte noch lange kein Wort dafür, bis ich in einem Text von Klaus Mertes, der mir dann das Vorwort zu meinem Buch geschrieben hat, das erste Mal diesen Begriff fand, geistlicher Missbrauch. Und ich habe gedacht, das war's, das ist es, geistlicher Missbrauch. Aber was ist das eigentlich? Wir haben in den letzten Jahren ganz viel in der Kirche, leidvoll leider, ganz viel gehört von sexuellem Missbrauch, sexualisierter Gewalt in der Kirche. Und ich glaube, man muss geistlichen Missbrauch analog zu sexuellem Missbrauch verstehen. Bei sexuellem Missbrauch ist uns ganz klar, was da passiert. Sexueller Missbrauch ist die Verletzung sexueller Selbstbestimmung. Das heißt, ein sexueller Akt, der einem Menschen gegen seinen Willen aufgezwungen wird. Und geistlichen Missbrauch verstehe ich analog. Ein geistlicher Missbrauch ist ein geistlicher Akt, der einem Menschen aufgezwungen wird. Bei sexuellem Missbrauch ist uns das klar, das sind wir mittlerweile gewohnt, so zu sehen und so zu denken. Bei geistlichem Missbrauch ist das vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig. Deswegen möchte ich ausholen und erstmal darüber sprechen, was ist geistliches Leben überhaupt? Was ist Spiritualität? Spiritualität wird oft in die Nähe gerückt von Esoterik, von irgendwelchen magischen Praktiken. Spiritualität ist irgendwie, hat man manchmal das Gefühl oder entsteht der Eindruck, etwas für wenige Menschen. Und es gibt viele Menschen, die können mit Spiritualität gar nichts anfangen. Und das würde ich nicht teilen. Ich glaube, Spiritualität hat jeder von uns. Und das ist unser Bedürfnis nach Sinn. Alles das, was in unserem Leben mit Sinn zu tun hat. Und das kann ganz alltäglich sein, ohne dass wir das merken. Ich möchte ein Beispiel, ich habe mir hier mein Buch mitgenommen, ich möchte ein Beispiel daraus vorlesen. Was ist Spiritualität, was kann das sein? Und vor allem, in welchem Verhältnis steht Spiritualität zu dem, was wir zu einer wissenschaftlichen Realitätsbeschreibung, wenn man so will. Es ist das eine, dass ein Mensch stirbt. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt, können wir medizinisch, biologisch, wissenschaftlich beschreiben. Stirbt ein Mensch eines natürlichen Todes, geht der Übergang vom Leben zum Tod in verschiedenen Phasen vor sich. Herzstillstand, das Hirn gibt seine Tätigkeit auf, die Organe versagen bis hin zur Verwesung. Das ist das eine. Das beschränkt sich aber nicht für keinen von uns darauf, sondern je nachdem, und das sind Menschen wieder sehr verschieden, je nachdem, aus welcher Kultur wir kommen, je nachdem, welcher Religion wir angehören, je nachdem, welche spirituellen Ressourcen uns zur Verfügung stehen, gehen wir mit diesem Tod, den man eben auch rein empirisch beschreiben kann, ganz verschieden um. Und da hängt es davon ab, welche Spiritualität wir haben, wie gut wir spirituell ausgestattet sind. Das Sterben kann ganz verschieden erfahren werden. Es kann ein erhebendes Hinübergehen sein, mit vielen feierlichen Worten, wo die ganze Familie sich am Totenbett versammelt, mit Blumen, mit Kerzen, mit sich trösten, mit Hände halten, mit Lieder singen. Das kann eine tröstende Erfahrung sein. Es kann ein genauso eindrückliches, mehrtägiges Schreien, Klagen, Trauern, herzzerreißendes Erleben sein, das Menschen tief erschüttert
und in dieser Erschütterung aber auch trösten kann. Und es kann aber auch ein beklemmendes Ableben sein, wo jemand in einem Heim, in einem Krankenhaus stirbt und niemand, der anwesend ist, weiß, wie man damit umgehen soll. Das medizinische Fachpersonal, die Angehörigen stehen irgendwie unbeholfen im Raum und haben nicht die spirituellen Ressourcen, die sie bräuchten, um dem, was da geschieht, so einen Sinn zu geben, einen Sinn erlebbar zu machen, dass sie damit gut leben können. Das ist das, worum es in Spiritualität geht und wozu uns Spiritualität hilft, dass wir allem, was in unserem Leben passiert, einen Sinn geben können, diesen Sinn darstellen können, so dass wir damit gut leben können, ganz egal, was das ist. Und das kann ganz banal sein. Das ist im Alltag, sind das ganz kleine Gesten, mit denen wir irgendwie zum Ausdruck bringen, es ist alles gut, wenn wir uns zur Begrüßung umarmen oder die Hand geben. Oder das sind die Feste, die wir feiern, dass wir uns bei bestimmten Gelegenheiten schmücken, dass wir unsere Wohnung schmücken, das kann ein Erinnern sein, ein rituelles Erinnern, dass wir bei bestimmten Gelegenheiten das Fotoalbum rausholen und so weiter. Das ist alles, das würde ich alles unter Spiritualität fassen. Und das funktioniert über Rituale, über Vorbilder, über Identifikationsfiguren, über Geschichten, in denen wir uns wiederfinden, mit denen wir uns identifizieren. Und es liegt auf der Hand, dass das nicht nur religiös ist, aber dass Religion eine ganz prominente Quelle von spirituellen Ressourcen ist, weil wir da viele tragende Rituale finden, viele tragende Geschichten, viele Dinge, die uns helfen können. Und ich würde sagen, wir lernen spirituell genauso, wie wir lernen, mit Emotionen umzugehen, genauso wie wir denken lernen, so wie ein Kind, wenn es älter wird, nach und nach denken lernt, die Welt zu begreifen und auch zuerst das wiederholt, was ihm gesagt wird, viele Fragen stellt und irgendwann selber denkt und sich selber einen Reim auf die Welt macht und trotzdem das Lernen nie aufhört und die intellektuelle Beschäftigung mit dem, was uns umgibt, so wie wir, wenn wir älter werden, als kleine Kinder noch ganz überfordert sind und überschwemmt werden von unseren Gefühlen, wenn wir älter werden, lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen, zu verstehen, warum bin ich jetzt, was ist das jetzt, okay, ich bin wütend und ich bin wütend weil und was hilft mir denn, wenn ich wütend bin, wie gehe ich gut damit um? So ähnlich lernen wir spirituell. Wir lernen, wie wir Dingen in unserem Leben einen Sinn geben können. Wir lernen auch im besten Fall, dass sich Vorbilder, die wir haben, dass Rituale, die wir begehen, dass sie sich auch ändern können und wie wir die ändern können. Und es gibt, und damit das möglich ist, also damit unsere Spiritualität reifen kann, brauchen wir eine Vielzahl spiritueller Ressourcen und müssen lernen, wie wir uns die zu eigen machen. Und das gilt im Leben, das gilt aber auch innerhalb unseres Glaubens. Wenn wir Christen sind, wenn wir katholisch sind, dann gibt es nicht die eine katholische Spiritualität. Es gibt eine ganz große Vielfalt an katholischen Spiritualitäten. Das merken wir alleine daran, wenn wir uns die verschiedenen Ordenstraditionen anschauen. Es gibt eine ignatianische Spiritualität, es gibt eine benediktinische, eine karmelitische, um nur ganz wenige zu nennen. Es gibt aber auch verschiedene Spiritualitäten für verschiedene Lebenssituationen. Ein Mensch, der trauert, braucht andere spirituelle Ressourcen als einer, der heiratet oder einer, der in eine neue Lebensphase übergeht. So, das alles habe ich vorausgestellt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen tröge erstmal, das macht gleich alles Sinn, was ich gesagt habe. Ich möchte nur erst den Normalfall zeichnen. Was heißt eigentlich? Wir wissen, was sexuelle Selbstbestimmung ist. Ich glaube, wir wissen nicht so genau, was spirituelle Selbstbestimmung ist. Was heißt das eigentlich? Und das habe ich versucht jetzt zu zeichnen. Ein Mensch, der spirituell selbstbestimmt lebt,
der ist in der Lage, seinem eigenen Leben einen Sinn zu geben und allem, was in diesem Leben passiert, auch einen Sinn zu geben, und zwar so, dass er gut damit leben kann. Und er tut das selbstbestimmt. Er weiß, wo er seine spirituellen Ressourcen findet. Er hat seine Vorbilder, er hat seine Rituale, er hat auch seine vielleicht Seelsorger, Menschen, zu denen er gehen kann, die ihm helfen können in bestimmten Situationen, wenn er aus was keinen Sinn machen kann. Spannend wird das dann oder herausfordernd wird das dann, wenn ein Mensch, wenn das nicht mehr geht, wenn das nicht gelingt, wenn ein Mensch in spirituelle Not kommt. Und spirituelle Not entsteht immer dann, wenn ein Mensch seinem Leben keinen Sinn mehr geben kann. Und ich würde mal sagen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Es können viele schlimme Dinge im Leben passieren, aber solange man dem noch irgendwie Sinn geben kann, geht's noch irgendwie. Aber wenn ein Mensch in die Situation kommt, dass sein Leben keinen Sinn mehr macht, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Und ein Mensch, der spirituell gut versorgt ist, der ein selbstbestimmtes Leben führt, der weiß, wo er seine Ressourcen findet, der kann auch in Situationen kommen, wo er erstmal in Not kommt, wo irgendwas Schlimmes passiert und der erstmal Luft holen muss und sich nicht mehr auskennt und es ihm erstmal nicht gut geht, aber der kann sich wieder fangen. Aber es kann auch passieren, dass ein Mensch in die Situation kommt, dass er zwar irgendwie dem, was da jetzt passiert ist in seinem Leben, noch einen Sinn geben kann, aber keinen guten mehr. So dass die Person sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlt, sich ihres Lebens nicht mehr freuen kann und am Ende nur noch diese Erzählung für ihr Leben hat. Ich bin ein Versager, ein Aussätziger, niemand liebt mich, ich bin allen egal. Wenn das so die einzige Geschichte ist, die übrig ist über das eigene Leben, dann ist man in spiritueller Not. Und dann bräuchte man jemanden, der da ist und einem eine andere Erzählung über das eigene Leben gibt. Er sagt, nein, du bist noch wertvoll, du bist jemand und du kannst etwas tun. Es ist nicht alles sinnlos. Und das kann man mit ganz verschiedenen Ressourcen tun, mit ganz verschiedenen Möglichkeiten, aber diesen Weg braucht man dann wieder da hinaus. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel sagen, das ist jetzt ein ausgedachtes, um deutlich zu machen, das hat nicht nur was mit katholischer Kirche oder mit Kirche oder mit Religion überhaupt zu tun. Stellen Sie sich einen Menschen vor, für den der Sinn seines Lebens immer Leistung war. Ein Mensch, der immer viel geleistet hat, der das auch konnte, der sehr erfolgreich war, der als Schüler schon immer die besten Noten geschrieben hat, hervorragend, immer viel gepaukt, immer viel gearbeitet, bester Schulabschluss, bester Uniabschluss mit Auszeichnung, in den Beruf gegangen, innerhalb kürzester Zeit, bombiger Karriere hingelegt und auf einmal durch einen Unfall, durch eine Krankheit, durch irgendwas geht das nicht mehr. Und dieser Mensch sitzt da und kann keine Leistung mehr bringen. Das ist so eine Situation. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich jetzt, wenn Leistung der Sinn des Lebens ist für mich, bis jetzt war, wie kann ich damit umgehen, dass das nicht mehr, dann brauche ich eine andere Erzählung. Dann brauche ich einen anderen tragenden Sinn. Und das kann wieder vieles sein, aber feststeht, wenn der Mensch keinen anderen Sinn in seinem Leben findet, wird er seines Lebens nicht mehr froh. So. Geistliche Not, diese Not, in die ein Mensch gerät, wenn sein Leben keinen Sinn mehr macht, kann ganz verschiedene Ursachen haben. Das kann entweder daran liegen, dass ein Mensch wirklich schlecht ausgestattet ist und nur einen einzigen Sinn in seinem Leben sieht und wenn der nicht mehr trägt, wirklich ins Straucheln kommt. Es kann auch daran liegen, dass ein Mensch so einschneidende Erfahrungen macht, dass er wirklich beim besten Willen nichts findet, was dem noch irgendwie Sinn gibt. Geistliche Not resultiert aber auch aus geistlichem Missbrauch. Geistlicher Missbrauch führt immer in geistliche Not. Und eine gute Seelsorge führt einen Menschen immer aus der geistlichen Not heraus. So, was ist jetzt geistlicher Missbrauch? Geistlicher Missbrauch ist die Verletzung geistlicher Selbstbestimmung. Das heißt, wenn ein Mensch seinem Leben einen Sinn geben will, wenn ein Mensch bestimmte Ressourcen nutzen will, wenn er ein bestimmtes Gebet sprechen will oder ein bestimmtes, was auch immer, wenn er sein Leben geistlich selbst bestimmen will und jemand anders kommt dazwischen und sagt, nein, das darfst du aber nicht
Oder wenn jemand anders kommt und sagt, nein, das musst du. Ist mir egal, ob du mit dem Gebet hier was anfangen kannst oder nicht, aber du musst das beten. Das ist geistlicher Missbrauch. Wenn ein Mensch gezwungen wird, einen geistlichen Akt zu setzen, den er selber nicht will. Und das kann ganz banal sein, das kann ganz augenscheinlich ganz, ganz wenig sein und es ist trotzdem ein Übergriff, der einen Mensch an einer sehr empfindlichen Stelle verletzt. Es kann aber auch ganz drastisch sein. Ich erzähle Ihnen gleich noch Beispiele. Vielleicht ein Beispiel vorweg, wo ich immer wieder feststelle, wenn ich über dieses Thema spreche, dass das eine Erinnerung ist, die im Menschen hochkommt. Das ist die erste Beichte. Dazu vorweg gesagt, in Klammern, ich war im Juni dieses Jahres wieder mal, ich war jetzt des Öfteren schon auf Veranstaltungen gemeinsam mit Professor Harald Dressing, der in Deutschland die MHG-Studie mitbegleitet hat, eine große Studie über sexualisierte Gewalt in der katholischen Kirche in Deutschland. Und da kam auch die Frage an ihn gerichtet nach der Erstbeichte auf. Und er sagte, er würde als Psychiater sagen, Kinder sind in dem Alter gar nicht in der Lage zu begreifen, was da von ihnen verlangt wird und was das eigentlich ist. Schuld und Schuld bekennen, und das ist entwicklungspsychologisch höchst problematisch, meinte er. Dazu kann ich nichts sagen, weil ich keine Psychologin bin, aber ich wollte Ihnen das nicht vorenthalten haben, wenn ich erzähle, wie ich auch im Juni dieses Jahres in einem Vortrag in der Schweiz, das ist gar ganz lustig, ich saß da auf dem Podium gemeinsam mit dem Pfarrer und da kam auch aus dem Publikum die Frage nach der Erstbeichte. Und ich würde immer sagen, ja, also ich würde sagen, ich bin keine Psychologin, wenn ein Kind beichten will, soll das Kind beichten. Aber wenn ein Kind nicht beichten will, dieses Kind dazu zu nötigen, ist auf jeden Fall ein Übergriff und kann schlimme Folgen haben. Und der Pfarrer sagte dann, ja, aber bei uns in der Pfarrei, wir machen das ja ganz schön. Da gibt es ein Picknick vorher und dann haben wir über dieses Thema nicht mehr gesprochen, aber nach der Veranstaltung kam ein Mann zu mir, um die 60 schätze ich den vom Alter, ein gestandener Mann, der sich noch bedankt hat und dann wollte noch was sagen, dann hat er gesagt, ja, hat Tränen in den Augen gehabt und gesagt, ja, seine erste Beichte, das vergisst er bis heute nicht. Und ich denke, also wenn, das, man kann sagen, ja, das tut ja nicht weh, ne? Also die Viertelstunde da im Beichtstuhl und dann ist auch Erstkommunion, dann ist auch vorbei. Aber wenn ein 60-jähriger Mann da heute noch Tränen in den Augen hat, wenn er sich daran erinnert, das ist nicht banal. Auch wenn man das, und das ist bei sexualisierter Gewalt und bei geistlichem Missbrauch dasselbe, auch wenn man das von außen nicht immer sofort sieht. Aber einen Menschen dazu zu zwingen, einen geistlichen Akt zu setzen, den er nicht will, kann schlimme Folgen für ein ganzes Leben haben. Und ich habe dieses Thema unter anderem auch deswegen mich damit auseinandergesetzt und es aufgegriffen, weil ich immer wieder gehört habe und vor allem mir selber die Frage gestellt habe, warum hast du das alles mit dir machen lassen? Erwachsene Frau, nicht auf den Kopf gefallen. Und ich habe, um das besser zu verstehen, das sollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten, es gibt ganz verschiedene Ansätze mittlerweile zu geistlichem Missbrauch. Es gibt verschiedene Definitionen, unter anderem Klaus Mertes, auch in seinem Vorwort in meinem Buch, definiert das anders, legt das anders dar als ich, aber das ist nicht, kein Widerspruch, die beiden Ansätze sind kompatibel. Auch Katharina Glutmann, die Vorsitzende der Deutschen Ordensoberinnenkonferenz, definiert das nochmal anders, auch das ist kompatibel. Mein Ansatz und meine Definition von geistlichem Missbrauch hat vor allem zum Ziel zu erklären, warum Menschen das mit sich machen lassen. Deswegen unterscheide ich zwischen drei Formen von geistlichem Missbrauch. Und das sind drei Formen, die sich dadurch unterscheiden, dass die erste am wenigsten schlimm zu sein scheint und die dritte scheint ganz drastisch schlimm zu sein, sodass man bei der dritten fragt, warum hast du das mit dir machen lassen? Und bei der ersten noch gar nicht merkt, dass das überhaupt geistlicher Missbrauch ist. Aber diese drei Stufen bauen aufeinander auf. Ich fange bei der ersten an. Die erste Form von geistlichem Missbrauch ist meiner Definition nach geistliche Vernachlässigung
oder spirituelle Vernachlässigung. Das ist ähnlich wie emotionale Vernachlässigung. Da macht jemand noch nichts, da übt jemand noch nicht sichtbar Gewalt aus, aber ein Mensch bekommt nicht das, was er bräuchte. Ein Kind, das emotional vernachlässigt wird, merkt das gar nicht. Vielleicht ein Leben lang nicht, vielleicht bis ins Erwachsenenalter nicht, auf jeden Fall als Kind nicht, weil es gar nicht merkt, weil das die Normalität ist, dass es die Zuwendung, die emotionale Zuwendung, die es bräuchte, nicht bekommt, das ist zu Hause die Normalität. Und dass es diese Zuwendung eigentlich bräuchte und wie die aussehen würde, davon hat es ja keine Erfahrung, es sei denn, es beobachtet das woanders. Und so ähnlich ist das in der geistlichen Vernachlässigung. Das ist in der Regel so, dass ein Mensch da sein geistliches Leben lebt, einfach entlang dessen, was ihm geboten wird und gar nicht merkt, dass dieser Mensch mit seinen Erfahrungen zu kurz kommt. Dass das, was dieser Mensch jetzt bräuchte in seinem Leben, gar nicht beantwortet wird. Dass er gar keine spirituellen Ressourcen angeboten bekommt, mit denen er dem, was in seinem Leben los ist, einen Sinn geben kann. Es wird einfach eine Spiritualität vorgegeben und entweder der Mensch kann was damit anfangen oder halt auch nicht. Ich möchte dazu Beispiele erzählen. Die Sie auch in meinem Buch wiederfinden. Das sind alles Beispiele jetzt. Das sind alles Beispiele, die wirklich so passiert sind, die Menschen mir so erlebt haben, erzählt haben oder die ich selber miterlebt habe. Die Namen stimmen aber nicht. Ich habe die Namen geändert, um die Leute zu schützen. Das ist die Geschichte von Benjamin, die ich unter geistliche Vernachlässigung einordnen würde, aber Sie merken auch gleich, diese verschiedenen Formen gehen ineinander über. Das ist nicht nur Vernachlässigung. Benjamin war der Nachzügler in seiner Familie. Seine Eltern hatten sich lange vergeblich einen Jungen gewünscht und schließlich ein Gelübde abgelegt. Wenn Gott ihnen einen Sohn schenken würde, sollte sein Leben Gott geweiht sein. Als er dann schließlich geboren wurde, bedeutete das für sie nicht nur die Erhörung ihres Gebetes, sondern auch die Annahme ihres Gelübdes. Benjamin bekam das oft zu hören. Gott hat dich uns geschenkt. Dein Leben soll ihm gehören. Schon als kleiner Junge war für ihn klar, dass er Priester werden würde und dass Gott das so wollte. Und dieser Benjamin hat gar nicht drunter gelitten. Er hat das einfach nicht in Frage gestellt. Es war normal. Das war einfach so. Aber er hat nie von seinen Eltern gehört, wenn du was anderes werden willst. Oder er hat nie von seinen Eltern gehört, ja, oder seine Eltern hatten gar nicht den Blick dafür, was ist das überhaupt für ein Kind, was steckt in dem, was will der, was braucht der, sondern es war klar, das war der Traum der Eltern, die haben auch sicher nichts Böses dabei gedacht. Aber was wäre passiert, wenn dieser Benjamin sich mit 17, 18 verliebt hätte? Er hätte dem nicht nachgehen können, ohne das Gefühl zu haben, dass er seine Eltern vor den Kopf stößt, dass er Gott enttäuscht. Ein ganz anderes Beispiel. Hannah. Hannah hatte in der 8. Schwangerschaftswoche ihr Baby verloren. Sie war am Boden zerstört und suchte das Gespräch mit einer pastoralen Mitarbeiterin der Pfarrei. Sie würde das Baby gerne bestatten lassen. Die pastorale Mitarbeiterin gab sich überrascht und rigoros. Ein Embryo in der 8. Woche. Wäre ja noch gar kein Baby, da könnte man ja gleich Hunde und Katzen begraben. Also und diese pastorale Mitarbeiterin hat wahrscheinlich irgendwelche, ich kenne mich nicht aus mit Bestattungsvorgaben, wahrscheinlich, vielleicht ist das wirklich nicht möglich, dass man eine so frühe Frühgeburt auf dem Friedhof beisetzt, ich weiß das nicht. Aber selbst wenn das der Fall wäre, sie hat gar nicht den Blick gehabt, was braucht diese Frau in dieser Situation. Und auch das ist symptomatisch über dieses Beispiel hinaus. Ein Kind verlieren, dafür haben wir in der katholischen Kirche wenig spirituelle Ressourcen. Wie kann man daraus irgendwie Sinn machen? Wie wird man damit fertig? Rituale. Wir haben Rituale rund um den Tod von geborenen Menschen. Und ich glaube, es wird besser. Ich kriege mittlerweile mit, dass es da einiges an Angeboten gibt, aber man ist sehr davon abhängig, ob vor Ort, wo man gerade ist, Menschen sich damit schon auseinandergesetzt haben oder nicht.
Aber das ist eine Situation, die so viele Frauen erleben, wo wir Rituale brauchen, wo wir spirituelle Ressourcen brauchen. Und auch das eben ein Fall von Vernachlässigung, der nicht ohne ist, weil wenn man in einer solchen Situation die Ressource nicht bekommt, die man braucht, kann das schlimm sein. Das kann richtig schlimme Folgen im Leben eines Menschen haben. Noch ein anderes Beispiel zu Vernachlässigung. Melanie war in eine neue geistliche Gemeinschaft eingetreten. Ihre Familie war, solange sie denken konnte, mit dieser neuen geistlichen Gemeinschaft verbunden gewesen. Sie kannte kaum andere Formen des Glaubens oder des Ordenslebens. Sie kannte praktisch nur die immer strahlenden Brüder und Schwestern dieser Gemeinschaft. So erschien es ihr nur natürlich, dass sie selbst dort und nicht irgendwo anders eintreten würde. Sie konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass Ordensleben auch anders aussehen konnte. In dieser Gemeinschaft war klar, dass Ordensleben genau eines bedeutete: Glück durch bedingungslose Hingabe. Hingabe wiederum bedeutete bereitwillig tun, was einem aufgetragen wird, unermüdlich arbeiten, beten und dabei lächeln, wenn es sein musste, bis zum Umfallen. Melanie stand fortan täglich um 5 Uhr auf, um bis spätabends eine lückenlose Abfolge von Gebet, Mahlzeiten und Arbeiten zu absolvieren. Fast den ganzen Tag verbrachte sie im hektischen Betrieb einer Großküche, ohne für diese Arbeit ausgebildet zu sein, unterbrochen nur vom Stundengebet und den täglichen Mahlzeiten. Als sie nach einiger Zeit spürte, dass es ihr zu viel wurde, konnte sie dieses Gefühl der Erschöpfung nur als Versuchung oder Schwäche begreifen. Klar, wenn die einzige Erzählung, die man hat, ist die, dass bedingungslose Hingabe ist das, was Gott von dir will und das ist das, was dich glücklich macht. Wenn das einen nicht glücklich macht, dann muss man irgendwas falsch gemacht haben. Oder ist es eine Versuchung oder ist es eine Gefahr. Aber ganz normale Gefühle, dass man erschöpft ist, werden dann zur Versuchung und können nicht mehr, haben keinen Platz mehr in diesem Leben. Das ist das, was spirituelle Vernachlässigung macht. Sie führt Menschen dazu, dass sie aus scheinbar ganz banalen Dingen, dass sie denen keinen Sinn geben können. Sie führt dazu, dass sie in einschneidenden Erfahrungen sich alleingelassen fühlen. Das löst ein Gefühl von Ohnmacht aus, von Orientierungslosigkeit. Vernachlässigung ist auch oft so, dass man gar nicht weiß, man weiß ja nicht, dass man vernachlässigt wird. Man hat kein Wort dafür, was da jetzt mit einem los ist. Und man hat das Gefühl, dass die eigene Wahrnehmung, die eigenen Gefühle irgendwie falsch sind oder gefährlich oder auf jeden Fall keinen Platz haben und dass man da auch mit niemandem drüber reden kann. Das ist die eine Form. Und ich glaube, dass diese Form spirituelle Vernachlässigung sehr weit verbreitet ist. Ich glaube, dass es tatsächlich wenige Menschen gibt, die wirklich über alle die spirituellen Ressourcen verfügen, die sie bräuchten, um aus allem, was in ihrem Leben geschieht, Sinn zu machen und damit gut klarzukommen. Und ich glaube, dass auch in der katholischen Kirche Vernachlässigung das eigentlich das größte Problem ist. Und das kommt daher, dass das Pastoral immer noch aus so einer Haltung kommt, dass man irgendwie Leuten vorgibt, was zu tun ist oder dass man Angebote schafft und zu wenig darauf achtet, was brauchen die Leute denn? Wo sind die Nöte, wo sind die Sorgen der Menschen? Und von diesen Nöten, von diesen Fragen her, kommen nochmal die eigenen Ressourcen, den eigenen Glaubensschatz anschaut und guckt, was können wir denn anbieten? Wie könnte ein Ritual für Menschen, für Mütter, die ihre Kinder verloren haben, wie könnte das ausschauen? Zum Beispiel. Oder andere Erfahrungen, die ganz viele Menschen machen. Trennung. Wir haben kaum Rituale für Trennungen. Das führt dazu, dass Menschen, die sich trennen, das als Scheitern, eigentlich nur als Scheitern denken können. Weil man ja bei der Eheschließung, bis dass der Tod euch scheidet, und wenn das nicht klappt, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Und denken zu dürfen, nein, wir sind einen Weg miteinander gegangen und irgendwie ist das jetzt zu Ende. Und jetzt fängt was Neues an. Das ist gar nicht möglich. Das ist in einem christlichen, katholischen Setting kaum möglich.
Also es gibt viele Erfahrungen, die Menschen machen, wo wir zu wenig Ressourcen haben, um die gut zu begleiten und gut zu erleben. Es gibt eine andere Form von geistlichem Missbrauch, die vielleicht weniger verbreitet ist, die aber auf eine Art und Weise viel gefährlicher ist. Und das ist spirituelle Manipulation. Man könnte dazu auch sagen, Verführung. Was bei der Vernachlässigung geschieht, ist, dass ein Mensch, der die Aufgabe oder die Möglichkeit hätte, für einen anderen da zu sein, ihm zu helfen, aus dem, was in seinem Leben da ist, Sinn zu machen, ihm spirituelle Ressourcen zu erschließen, dass er das einfach nicht macht. Dass er die Nöte des Menschen, für den er da sein sollte, einfach nicht zieht. Aber was der Mensch dann eigentlich macht, ist ihm egal. Ja, also diese pastorale Mitarbeiterin hat die Hannah einfach weggeschickt. Das war ihr egal, wie die jetzt damit umgeht. In der spirituellen Manipulation ist das anders. Die Manipulatoren haben ein Ziel. Die wollen nicht die Selbstbestimmung. Das Ziel jeder guten Seelsorge ist, aus geistlicher Not herauszuführen, um Menschen dazu zu bringen, dass sie selbstbestimmt ihr geistliches Leben führen. Manipulatoren wollen etwas anderes. Die haben ein ganz bestimmtes Ziel. Die wollen etwas ganz Bestimmtes von diesem Menschen und machen alles, was sie können, um ihn dahin zu bringen. Und was der eigentlich selber will, ist ihm egal. Deswegen sage ich Verführer, das ist wie ein Don Giovanni, der alles macht, um die Frau ins Bett zu bringen. Alles. Schmeicheln, drohen, irgendwie sie beschenken, sie mit irgendwas überschütten, sie irgendwie unter einem Vorwand von ihrer Freundin trennen, was auch immer alles. Und so ähnlich gehen solche Manipulatoren vor, die das Ziel haben, das können ganz verschiedene Ziele eigentlich sein. Oft ist das Ziel, dass ein junger Mensch in eine Gemeinschaft eintritt, dass ein junger Mann ins Priesterseminar geht, dass Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind, wieder eintreten, dass Menschen sich einer geistlichen Bewegung anschließen oder für die spenden. Und die Mittel sind auch ganz verschieden, aber ein Mittel ist eigentlich immer präsent, das ist eine ganz große Freundlichkeit. So dass der Mensch, das ist wirklich ähnlich wie Insekten, dass der Mensch, der in Kontakt kommt mit diesem Verführer oder dieser Gruppe, auf einmal das Gefühl hat, sich unglaublich wertgeschätzt fühlt, unglaublich dankbar ist, unglaublich auf einmal so viele Menschen, die ihn anlächeln, die für ihn da sind, die an ihn denken, die ihm Briefe schreiben, die ihn einladen, die ihn irgendwohin mitnehmen, die sich Zeit für ihn nehmen und auf einmal und dann auch so wunderbare Dinge zu ihm sagen und auf einmal macht alles Sinn. Also er hat das Gefühl, alles in meinem Leben macht Sinn und es ist so, so schön. Es geht aber auch anders. Manipulation geht ganz viel über Gefühle, ganz viel über Erzeugung von Gefühlen, dass Menschen in so eine Hochstimmung versetzt werden. Sie geht aber auch durch eine subtile Abwertung, dass Menschen dann gesagt wird, also sobald jemand, der da irgendwie an der Angel angebissen hat und da mal sich hat einladen lassen und angetan ist und wenn man irgendwie denkt, das ist schon komisch, also jetzt, ich habe die nicht gekannt und jetzt war ich im letzten Monat da viermal auf Besuch, ein bisschen komisch und wenn er dann irgendwie sagt, ja, also nee, also nächstes Mal kann ich nicht, ja, schade, sind wir dann doch irgendwie, also wenn dann irgendwie der Verführer arbeitet dann an solchen Stellen zum Beispiel mit so einer Enttäuschung, mit so einer subtilen Abwertung des Selbstwillens, der sich da äußert an der Stelle. Ich möchte auch an der Stelle nochmal Beispiele vorlesen. Thomas, ein junger Mann kurz vor der Matura. Thomas war noch unschlüssig, ob er wirklich in die Gemeinschaft eintreten sollte. Und gerade in dieser Zeit der Unsicherheit wurde er besonders oft von der Gemeinschaft eingeladen und auch hochrangige Mitglieder nahmen sich Zeit für ausführliche persönliche Gespräche mit ihm. Er wurde nach Rom eingeladen, wo die Gemeinschaft ein schönes, großes Haus besaß. Im Garten saß er mit einem Priester aus dem Führungsgremium der Gemeinschaft zusammen und schilderte ihm seine Unsicherheit. Wie konnte er wissen,
ob der Eintritt und das Leben in dieser Gemeinschaft der richtige Weg für ihn wären. Der Pater forderte ihn auf, ein Stundenbuch aufzuschlagen, das auf dem Tisch lag. Thomas nahm das Buch und schlug es auf. Auf der geöffneten Seite stand der Psalm 110, Du bist Priester auf ewig. Dass Thomas ausgerechnet diese Seite aufgeschlagen hatte, konnte kein Zufall sein. Es war ein eindeutiges Zeichen, erklärte der Pater. Auch so funktioniert Manipulation mit Zeichen, die sich willkürlich schaffen lassen. Ja, egal, welche Seite der in dem Stundenbuch aufgeschlagen hätte, man hätte den Vers immer so interpretieren können, dass es ein eindeutiges Zeichen war. Manipulation funktioniert zum Teil einfach nur durch Menschen, die selber manipuliert worden sind. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Gruppe von jungen Leuten, die alle angezogen worden sind, die alle jetzt das Gefühl haben, die alle sich in so einem kollektiven Rausch befinden, dann wirkt das auch auf andere junge Leute, die nachkommen. Und das ist nicht unbedingt eine böse Absicht von diesen jungen Menschen, die selber verführt worden sind. Manipulation funktioniert aber zum Teil auch absichtlich. Zum Beispiel in dieser Geschichte, die Stefan mir erzählt hat. Stefan wurde von seinem Oberen beauftragt, Gäste auf einer Tour durch die Stadt zu begleiten. Es handelte sich um ein Ehepaar, das erst vor kurzem Kontakt mit der Gemeinschaft bekommen hatte und das die Brüder gerne an die Gemeinschaft gebunden hätten. Stefan sollte sich nun während ihres Besuches einige Stunden mit ihnen beschäftigen und sie durch die Stadt führen. Zuvor ging sein Oberer mit ihm ein Protokoll all der Gespräche durch, die die Mitbrüder bisher mit diesem Ehepaar geführt hatten. Es enthielt Anmerkungen zu ihren Interessen, zu dem, was sie an der Gemeinschaft mochten, ebenso wie zu ihren Bedenken und Argumenten. Und dazu einige Hinweise, was man ihnen sagen, wie man mit ihnen reden, welche Themen man ansprechen und wie man Zweifel zerstreuen sollte, um sie besser an die Gemeinschaft zu binden. Stefan sollte das alles im Gespräch mit ihnen berücksichtigen. Obwohl er Bauchweh hatte, tat er das und das Gespräch verfehlte seine Wirkung nicht. Die Gäste sahen darin, wie scheinbar zufällig immer wieder Dinge angesprochen wurden, die ihnen persönlich wichtig waren, ein Zeichen. Ein anderes Beispiel noch. Katrin. Ich muss dazu sagen, das sind Beispiele aus ganz verschiedenen Gruppen und Gemeinschaften, aber alle katholisch. Katrin war Novizin und musste in ihrer Gemeinschaft wöchentlich ausführliche Gespräche mit ihrer Novizenmeisterin führen, die zugleich die Hausoberin und ihre geistliche Begleiterin war. Da muss ich eine kurze Pause machen. Das ist ganz symptomatisch für geistlichen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es gibt im katholischen Kirchenrecht eigentlich die Vorschrift, dass die geistliche Begleitung und die äußere Leitung getrennt sein müssen. Die Person, die die äußere Verantwortung über jemanden hat, die bestimmt, welche Aufgaben der bekommt, zu welchen Gelübden er zugelassen wird, ob er aufgenommen wird und so weiter, muss eine andere Person sein als die Person, die geistliche Begleitung gibt oder Beichte hört. Und dazu hat jeder, auch in einer Ordensgemeinschaft, egal, jeder Katholik, jede Katholikin hat das Recht, den Beichtvater oder die geistliche Begleitung selbst zu wählen. Da Vorschriften zu machen, ist nicht nur geistlicher Missbrauch, sondern ist auch gegen das Kirchenrecht. Aber in vielen katholischen Gruppen, in denen geistlicher Missbrauch passiert, ist es symptomatisch, dass diese Trennung eben nicht befolgt wird, dass die Oberen zugleich die geistlichen Begleiter sind und die Mitglieder keine freie Wahl haben. Also nochmal, Katrin führt also mit ihrer Oberen, Novizenmeisterin, geistlichen Begleiterin wöchentlich Gespräche. Die Oberin war nie mit Katrin zufrieden. Vor ihrem Eintritt hatte Katrin als Stationsleitung im Krankenhaus gearbeitet. In der Gemeinschaft arbeitete sie nun Vollzeit in der Küche. Die Oberin spürte, dass Katrin nicht wirklich zufrieden mit der Situation war, obwohl Katrin immer wieder beteuerte, wie gern sie in der Küche arbeitete. Sie wollte ja den Erwartungen ihrer Oberin entsprechen. Dennoch war die Oberin immer wieder enttäuscht von ihr. Sie sagte ihr, dass andere Mitschwestern viel größere Fortschritte machen würden und dass sie sich eine größere Demut von ihr erwartet hätte.
was so ein prophylaktisches Beschämen, damit diese Katrin sich gar nicht erst traut zu sagen, ich würde eigentlich gerne wieder an meinem Beruf arbeiten. So, also das traut sie sich gar nicht zu sagen. Und obwohl sie immer wieder sagt, wie froh sie eigentlich, wie dankbar sie ist, dass sie in die Küche arbeiten darf, passt das ihrer Oberin nicht. Ein Aspekt, der mir immer wichtiger wird, je mehr Betroffene ich kennenlerne, den ich auch unter Manipulation im weitesten Sinne verorten würde, ist eine, oder Manipulation funktioniert wesentlich über Abhängigkeit. In dem Moment, sobald ich von einem Menschen abhängig bin, hat er mich irgendwie in der Hand und kann mich auch leichter manipulieren. Dadurch, dass Katrin von dieser Oberin abhängig ist, kann sie sich nicht wehren. Wenn das irgendein Mensch wäre, mit dem sie auf Augenhöhe wäre, könnte sie leichter was sagen, als wenn das die Person ist, von der abhängt, welche Aufgaben sie bekommt, ob sie zu den Gelübden zugelassen wird, wie sie in der Gemeinschaft gesehen wird. Und deswegen versuchen Manipulatoren immer Abhängigkeit zu erzeugen, entweder emotionale Abhängigkeit oder eben geistliche Abhängigkeit, und versuchen auch, ihre Opfer zu isolieren, abzuschneiden von anderen Menschen, mit denen sie Rücksprache halten, die ihnen sagen, sag mal, wie geht die eigentlich mit dir um, das ist doch alles irgendwie komisch, so dass sie möglichst nur noch zu dem Verführer, irgendwie zu diesem Manipulator Kontakt haben. Diese Abhängigkeit hat aber, und das ist ein Punkt, der mir immer wichtiger wird in letzter Zeit, auch ein starkes Fundament in einer ganz praktischen, finanziellen, materiellen Abhängigkeit. Wir hatten Ende September in Siegburg bei Bonn das erste Mal eine Tagung über Gewalt gegen Frauen in Kirche und Orden, wo es auch um sexualisierte Gewalt, aber auch um andere Formen von Gewalt ging. Und da ist mir nochmal im Gespräch mit vielen betroffenen Ordensfrauen, ehemaligen Ordensfrauen, deutlich geworden, was für ein Faktor Geld ist, wenn Ordensfrauen nicht austreten können, weil sie sich nicht selbst erhalten können. Wenn Ordensfrauen 10, 20 Jahre im Kloster gelebt haben und wissen, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte raus, aber keinen eigenen Job mehr haben, ihren Beruf seit 10 Jahren nicht mehr ausgeübt haben und niemanden mehr da draußen kennen und die Ordensgemeinschaften rechtlich nicht dazu verpflichtet sind, Übergangszahlungen zu leisten. Sind sie nicht. Sie müssen in die Rentenkasse nachzahlen, Beiträge in die Pensionskasse nachzahlen, aber sie müssen, es gibt eine Klausel, es gibt eine rechtliche Regelung dazu, da heißt es aber nur, die Ordensgemeinschaften sollen christliche Nächstenliebe walten lassen. Ja, das können sie nicht einfordern. Ja, also diese Abhängigkeit, Manipulation funktioniert wesentlich über Abhängigkeit, und diese Abhängigkeit hat viele Facetten. Ich muss mal kurz auf die Uhr schauen, dass ich sie nicht unnötig lange festhalte hier. Wir kommen zu der vielleicht drastischsten Form von Missbrauch. Diejenige, um die es mir geht, wenn Leute sagen, warum hast du das mit dir machen lassen? Und das ist, ich bezeichne das als spiritualisierte Gewalt. Diese Gewalt unterscheidet sich von der Manipulation dadurch, dass die Menschen an dem Punkt ganz genau wissen, ich will das nicht. Solange man manipuliert wird, solange man verführt wird, glaubt man immer, man will das selber. Man hat eine großartige Berufungserfahrung, eine großartige Gotteserfahrung, man ist ganz erfüllt, man glaubt, so wie in dem ersten Beispiel der junge Mann, der geglaubt hat, er ist glücklich und selber nicht verstanden hat, warum er auf einmal sich gewünscht hat zu sterben. Er hat nicht gewusst, er war verführt. Er war manipuliert, er hat nicht gewusst, aber bei spiritualisierter Gewalt wissen Menschen in diesem Moment ganz genau, das will ich jetzt nicht. Und trotzdem können sie sich nicht wehren. Das können auch wieder ganz verschiedene Sachen sein. Das können auch scheinbar kleine Sachen sein. Das können aber auch richtig drastische Erlebnisse sein. Ich möchte auch hier wieder Beispiele vorlesen. Und was ich vorweg schicken möchte, was, glaube ich, hier auch deutlich wird, bei dieser spiritualisierten Gewalt geht es ganz oft darum, dass der Kern einer Person angegriffen wird oder dass Beziehungen zerstört werden. Das ist oft das, was an der Stelle passiert. Nico, der seit einigen Jahren Bruder in einer Gemeinschaft war und sich mitten im Noviziat befand,
hatte von seiner Schwester einen von ihr selbst gestrickten Schal geschenkt bekommen. Da er nur wenig Kontakt zu seiner Familie haben durfte, war dieser Schal für ihn ein besonders kostbares Geschenk. Außerdem gefiel er ihm, weil er bunt war und sich von den einheitlich dunklen Farben der in der Gemeinschaft üblichen Kleidung absetzte. Nico hatte gar nicht vor, diesen Schal offen zu tragen, aber er freute sich, ein buntes Stück Erinnerung an seine kleine Schwester bei sich zu haben. Als der Novizenmeister, der auch hier wieder zugleich Nikos geistlicher Begleiter und Beichtvater war, von diesem Schal erfuhr, forderte er umgehend, dass Nico diesen Schal abgeben müsse. Und zwar mit der Begründung, dass der Schal nicht dem in der Gemeinschaft üblichen Stil entspräche und dass er seine Anhänglichkeit an seine leibliche Familie förderte, von der Nico sich im Noviziat lösen müsste. Nico übergab seinem Oberen den Schal. Später bereute er es und wollte ihn heimlich wieder an sich bringen. Er suchte ihn im Kleidervorrat des Hauses, fand ihn aber nicht. Er hat mir dann später gesagt, er glaubt, der Schal ist wahrscheinlich im Müll gelandet, jedenfalls hat er ihn nie wiedergefunden. Und eine solche, man kann sagen, ist eine Kleinigkeit, aber eine solche Geste, das ist symbolisch, ja, die Zerstörung seiner Beziehung zu seiner Schwester, die nicht sein darf, die macht keinen Sinn, außer eben, es ist Gewalt. Es macht keinen Sinn, der kommt Gott nicht näher dadurch, dass er keinen Bezug mehr zu seiner Schwester hat. Ein anderes Beispiel, eines, das mir besonders nahe gegangen ist, weil diese Frau mir, die hat mit mir Kontakt aufgenommen, Anna heißt sie hier bei mir, nachdem ich mein erstes Buch geschrieben hatte. Und sie hat angefangen, wir hatten noch keinen Kontakt, wir hatten noch nicht miteinander gesprochen, sie hat mich angerufen am Telefon, später haben wir uns getroffen, später hat sie mir dann diese Geschichte erzählt, am Telefon, das Erste, was sie zu mir gesagt hat, war, ich bin nicht vergewaltigt worden, aber ich weiß, wie sich das anfühlt. Und sie hat keine sexualisierte Gewalt erlebt, sondern sie hat mir dann diese Geschichte erzählt. Anna durfte jedes Jahr für ein paar Tage Heimaturlaub bei ihren Eltern haben. In einem Jahr hatte sie während dieses Aufenthalts ein Gespräch mit ihrem Bruder. Er vertraute ihr an, dass er homosexuell war. Anna erschrak, wies ihn auf die Lehre der Kirche hin, drückte aber gleichzeitig aus, dass sie ihn als Menschen respektierte und dass sich dadurch an ihrem Verhältnis zueinander nichts änderte. Ihr Bruder bat sie eindringlich, ihrem Vater nichts davon zu erzählen. Beide wussten, wie schwierig es für den Vater wäre, die Homosexualität seines Sohnes zu akzeptieren. Es galt, auf einen günstigen Augenblick zu warten, in dem der Sohn sich seinem Vater offenbaren konnte. Anna gab dieses Versprechen. Ihr war klar, wie heikel dieses Coming-out werden würde. Sobald sie wieder zurück war, musste sie ihrer Oberin über den Heimataufenthalt Bericht erstatten. Auch das ist nicht normal, dürfte nicht sein. Anna war das gewohnt und erzählte ihr alles, auch von dem Gespräch mit ihrem Bruder. Ihre Oberin verlangte daraufhin von ihr, sich auf der Stelle niederzusetzen, dem Vater einen Brief zu schreiben und ihm von der Homosexualität seines Sohnes zu unterrichten. Auf die Frage, warum und wozu, erhielt sie nur die Antwort, sie müsste das im Gehorsam tun, denn sie hatte Gehorsam gelobt. Obwohl es ihr das Herz umdrehte und ihr so übel wurde, dass sie sich erbrechen musste, obwohl sie das Gefühl hatte, ihrem Bruder zu verraten, obwohl sie genau gewusst hat, ich will das jetzt nicht, gehorchte Anna. Und ich glaube, spätestens bei dieser Geschichte wird deutlich, spiritualisierte Gewalt ist nicht weniger schlimm als sexualisierte Gewalt. Ein anderes Beispiel. Nicht, weil ich sie irgendwie erquellen möchte, sondern um deutlich zu machen, wie vielfältig das ist und wie vielfältige Gesichter diese Form von Gewalt annehmen kann. Wir sind wieder zurück bei Melanie, die hatten wir vorhin schon. Genauso auch mit dem Tagesablauf, der hier nochmal geschildert wird, den ich Ihnen jetzt erspare. An einem Tag wurde es Melanie dennoch zu viel. Sie brach in der Küche zusammen. Ihre Beine konnten sie kaum mehr tragen. Sie saß heulend am Küchentisch und konnte sich gar nicht mehr fassen. Ich möchte doch nur einmal wieder hinaus, stieß sie unter Schluchzen hervor. Ihre Mitschwestern nahm sie in den Arm, versuchte sie zu trösten und schickte sie erst einmal aufs Zimmer. Ich schaff das jetzt hier auch allein, ruh du dich erst mal aus.
sagte sie zu ihr. Melanie ging aufs Zimmer und legte sich hin. Als etwas später die Oberin die Küche betrat, wunderte sie sich, wo ist Schwester Melanie? Die Mitschwester erzählte ihr von Melanies Zusammenbruch. Die Oberin war nicht erfreut und suchte Melanie in ihrem Zimmer auf. Sie sprach von der bedingungslosen Hingabe und brachte Melanie zurück in die Küche. Sie sollte lernen, dann und gerade dann zu dienen, wenn es ihr schwerfällt, denn nur so käme man im geistlichen Leben voran. Und ein letztes Beispiel dazu. Wieder von Katrin, die hatten wir vorhin auch schon an einer anderen Stelle. Katrin hatte mittlerweile über 2 Jahre in ihrer Gemeinschaft durchgehalten. Sie magerte ab und wurde immer schwächer. Sie lächelte zwar den ganzen Tag, denn etwas anderes als ein Lächeln wollte ihre Oberin auf ihrem Gesicht nicht sehen, aber dieses Lächeln war zu einer angestrengten Grimasse geworden. Kleine Klammer, vielleicht kennen Sie das. Es gibt so Menschen, die ganze Zeit lächeln und man merkt aber, dass da keine Substanz mehr dahinter ist, ja. Als zusätzlich ein Priester der Gemeinschaft begann, sich ihr sexuell zu nähern und es sie mit letzter Kraft schaffte, ihn abzuwehren, brach sie unter den folgenden Schuldzuweisungen ihrer Oberin zusammen. Die meinte, wenn Katrin es nicht irgendwie provoziert hätte, hätte der arme Mitbruder sich sicher nicht verführen lassen. Daraufhin wurde Katrin zu einem der Gemeinschaft gut bekannten Therapeuten geschickt. Weil sie die Landessprache nicht sprach und sich mit dem Therapeuten nicht verständigen konnte, kam die Oberin als Dolmetscherin mit und saß in jeder Sitzung neben Katrin. Der Therapeut verschrieb Katrin schließlich Psychopharmaka, die sie nicht nehmen wollte. Wir erinnern uns, sie war ja Stationsleiter im Krankenhaus, sie hat gewusst, was Psychopharmaka sind und dass man von denen abhängig werden konnte. Aber ihre Oberin zwang sie dazu, auch hier wieder im Gehorsam. Katrin wurde schließlich tatsächlich abhängig und war nun vollends am Ende und zum Arbeiten nicht mehr zu gebrauchen. An diesem Punkt wurde sie von der Gemeinschaft ausgeschlossen. So, das sind für jetzt genug Beispiele, um deutlich zu machen, was geistlicher Missbrauch ist, was er sein kann. Was mir wichtig ist in dem Zusammenhang, ist zu sagen, dass die wenigsten Menschen sich von sowas wieder erholen. Gerade diese Beispiele, die ich hier hatte, diese Melanie, diese Katrin, aber auch andere, ich habe so viele Menschen kennengelernt die letzten Jahre, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und die meisten knappern wirklich noch Jahrzehnte danach daran. Und das Problem ist auch, was macht man, wenn einem sowas passiert ist? Wo geht man hin? Wer kümmert sich denn? Es gibt so Phasen. Es gibt die erste Phase, wo man denkt, diese Menschen sind ja nicht irgendjemand. Die sind ja keine Kirchenfeinde, das sind ja Menschen, die ihr Leben der Kirche geschenkt haben, die der Kirche vertrauen, die auch zuerst mal denken, in der ersten Phase denken das fast alle, da kümmert sich sicher jemand in der Kirche drum. Wenn der Bischof das wüsste, wenn die religiösen Kongregation in Rom das wüsste, wenn die machen was und dann schreiben sie denen Briefe. Und was dann in aller Regel passiert, ist, dass sie entweder gar keine Antwort bekommen oder dass sie als Antwort bekommen, ja, irgendwie sinngemäß, das ist ja schlimm, was ihnen passiert ist und ich bete für sie. Also dass dann die kirchlichen Verantwortlichen in einen pastoralen Modus umschalten und nicht verstehen, dass sie in ihrer Verantwortung gefragt und angesprochen sind an dem Punkt. Oder ich möchte gar nicht unterstellen, aber ich glaube, viele verstehen das wirklich gar nicht und andere wollen das vielleicht auch nicht verstehen. Das ist das, was in aller Regel passiert. Und wenn es schlimmer kommt, dreht sich sogar manchmal der Spieß um. Die Täter, die Gemeinschaften bekommen mit, dass die Betroffenen irgendwie sich an den Bischof gewendet hatten und dann gehen die ganz schnell auch zum Bischof und sagen, ja, die müssen Sie nicht ernst nehmen, die spinnt, ja, die hat ja einen Schlag, hören Sie nicht auf die. Ja, oder dass umgekehrt dann verleumdet wird.
oder dass Betroffene auch ganz stark spürbar auf unserer Tagung in Siegburg in Bonn, dass viele Frauen gerade, das war eine Tagung, wo es um Gewalt gegen Frauen geht, das gilt aber für Opfer von geistlichem Missbrauch beiderlei Geschlechts und aller Art auch, die trauen sich gar nicht, jemanden zu kontaktieren, weil sie von der Kirche abhängen, weil das Menschen sind, die entweder, weil sie in geistlichen Gemeinschaften waren, in der Pastoral gearbeitet haben, irgendeine pastorale Ausbildung haben oder Religionslehrer oder irgendwas sind oder bei der Caritas arbeiten oder dass ihre einzige Chance ist, wieder ins Berufsleben zu kommen. Die haben Angst, dass wenn sie gegen diese Gruppen was sagen, dass sie dann diesen Job nicht bekommen oder wieder verlieren. Und es gibt auch Fälle, wo das wirklich passiert. Was mir an dieser Stelle noch abschließend ganz wichtig ist, wenn ich über geistlichen Missbrauch spreche, es gibt nicht die eine Form von geistlichem Missbrauch. Viele Menschen haben so Vorstellungen, dass das irgendwie alles sehr streng und irgendwie mit Gittern vor den Fenstern und sehr traditionalistisch, konservativ, so Klischeebilder, die sie in den Köpfen haben. Und das stimmt nicht. Es gibt in jedem Umfeld, es gibt geistlichen Missbrauch in ganz verschiedener Gestalt. Es gibt auch geistlichen Missbrauch da, wo man ihn gar nicht erwarten würde, weil eben alle lächeln und alle so glücklich aussehen und junge Leute da alle so gerne hingehen. Es gibt ganz, ganz, ganz verschiedene Formen von geistlichem Missbrauch. Was ich abschließend noch sagen möchte, ist, weil ich dieser Frage immer wieder begegne, gerade ich habe in den letzten Jahren immer wieder Eltern, die sich bei mir melden und die erzählen und sagen, wissen Sie, meine Tochter, mein Sohn, der ist da irgendwo eingetreten, irgendwo hineingeraten und es kommt mir ganz komisch vor oder ich habe den Kontakt verloren und ich merke, sie ist nicht glücklich und was kann ich denn machen? Und, oder auch von Menschen, die selber solche Erfahrungen ganz frisch hinter sich haben und noch ganz gezeichnet sind und durcheinander sind. Und dann ist die Frage oft, was hilft denn? Was hilft einem Menschen, geistlichen Missbrauch zu verarbeiten, da rauszukommen und wieder irgendwie auf die Füße zu kommen, zu einem halbwegs glücklichen, stabilen, selbstbestimmten Leben, auch zu einer neuen Spiritualität. Und ich glaube, es sind folgende Dinge. Das Erste ist, was Menschen brauchen, die solche Erfahrungen gemacht haben, ist, dass sie ganz viel erzählen können. Dass man ihnen zuhört, dass man ihnen ganz viel Platz lässt zu erzählen. Weil was die Menschen machen, wenn sie ihre Erfahrungen erzählen, ist, dass sie die Geschichte neu schreiben. Denn die Menschen, die ihnen Gewalt angetan haben, das ist übrigens bei sexualisierter Gewalt ganz genau dasselbe. Der Täter sagt ja nicht, ich missbrauche dich jetzt, sondern der sagt ja, der erzählt eine Geschichte dazu, der sagt, das ist irgendwie eine Gnade oder es ist ein Geschenk oder es ist eine Strafe. Der erzählt eine Geschichte dazu. Und wenn man als Opfer diesen Missbrauch verarbeiten will, muss man diese Geschichte dekonstruieren und eine neue Geschichte erzählen. Sagen, nein, was der da mit mir gemacht hat, das war keine Strafe. Ich war ein Kind, ich habe das nicht verdient, der hätte das nicht. Das war keine Strafe, das war Missbrauch. Und genauso für Menschen, die diesen geistlichen Missbrauch erlebt haben, denen man, ich nehme jetzt mal Melanies Beispiel, ja, Glück durch vollkommene Hingabe. Sie muss erst diesen Begriff vollkommene Hingabe loswerden und verstehen, das war keine vollkommene Hingabe, das war vollkommene Unterwerfung. Das war Gewalt, was sie mit mir gemacht haben. Und bis man dahin kommt als Betroffener, braucht man unglaublich lange. Unglaublich lange. Deswegen muss man den Leuten viel Platz lassen, um zu erzählen und zu erzählen und zu erzählen, die Geschichte immer wieder zu erzählen. Bis der Punkt kommt, bis irgendwann der Groschen fällt, immer mehr von einem Mal zum anderen zu verstehen, das hätte der gar nicht tun dürfen. So. Was Menschen dann brauchen, ist, dass man es auch eine theologische Auseinandersetzung. Das eine ist dieses, die Geschichte erzählen, die Geschichte neu erzählen, alles das, wo es echte Traumata gegeben hat, das können alles auch Psychotherapeuten tun. Das können auch sehr weitreichend auch Freunde tun. Freunde sind übrigens ganz wichtig. Das ist eigentlich der erste Punkt.
Menschen, die diese Form von Gewalt erlebt haben, von Isolation, von Abhängigkeit, die brauchen wieder Menschen in ihrem Leben, die sagen, du bist wertvoll, wie du bist. Du bist nicht wertvoll, weil du Priester bist. Du bist nicht nur wertvoll, weil du dich vollkommen hingibst. Du bist nicht nur unter der Bedingung wertvoll, dass du hier funktionierst und gehörigst. Du bist als du ein wertvoller Mensch. Und überhaupt wieder als du, als diese einzigartige eigene Person gesehen zu werden, unabhängig von irgendwelchen Verdiensten oder Bedingungen, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste. Das ist das, was Menschen vor allem brauchen. Freundschaft. Menschliche Nähe. Und dann brauchen sie den Raum, und die Freundschaft ist der privilegierte Raum, um erzählen zu können. Und dann braucht es aber auch, das ist meine Erfahrung, die ich, oder was ich immer wieder bestätige im Kontakt mit Betroffenen, es braucht auch eine theologische Aufarbeitung. Denn Menschen, die in solchen katholischen Settings von katholischen Tätern geistlich missbraucht worden sind, denen sind auch bestimmte theologische Konzepte, die sind mit bestimmten Bibelversen, mit bestimmten Begriffen missbraucht worden. Wir hatten gerade diese bedingungslose Hingabe. Oder Kreuzesnachfolge oder bestimmte Vorstellungen von Besessenheit oder was auch immer das ist, was ein Menschen, was dazu führt, dass ein Mensch oder womit ein Mensch missbraucht worden ist, das muss man auch theologisch aufarbeiten. Viele Betroffene haben so einen Impuls, dass sie das alles hinter sich lassen und gar nichts mehr mit Kirche anfangen wollen und können, weil sie merken, das ist irgendwie belastend für mich, und dann sind sie ganz weg. Das bringt oft eine erste Erleichterung, aber das hilft, also sie bräuchten eigentlich eine Aufarbeitung davon. Ich hatte ein Beispiel vor einigen, ich muss nochmal auf die Uhr gucken, ich bin gleich fertig. Ich hatte vor einigen Monaten ein Interview mit einem polnischen Journalisten, der mich interviewt hat, der völlig sehr eloquent, sehr professionell. Er hat mir immer wieder gesagt in dem Gespräch, für ihn ist das irgendwie jetzt besonders, er weiß gar nicht, wie er anfangen soll, was er fragen soll. Und das hat man ihm aber nicht angemerkt, aber irgendwas war. Und an einer Stelle im Interview ist er ganz so aus seiner Professionalität, aus seiner Rolle herausgekippt und hat von sich erzählt. Und hat gesagt, wie er in Polen aufgewachsen ist, wie er in die Schule gegangen ist, im Religionsunterricht, da war er 8 Jahre alt, hat der Religionslehrer, der Pfarrer mit ihnen die Geschichte von Abraham und Isaak besprochen. Und das war für ihn so schlimm, weil der Religionslehrer gesagt hat, das war richtig so, das war ein Zeichen der Liebe Gottes, dass er Abraham dazu aufgefordert hat, seinen Sohn zu opfern. Und er ist von dieser Stunde nach Hause gegangen, völlig aufgelöst, mit Tränen im Gesicht, in dem Wissen, dieser Gott würde auch von meinem Vater verlangen, dass er mich opfert. Und er hat gewusst, es gibt niemanden in seinem Umfeld, der ihm sagt, das ist Quatsch. So darf man diese Stelle gar nicht lesen. Überhaupt die Vorstellung, dass man dieselbe Bibelstelle anders lesen könnte, gab es nicht. Und das hat dazu geführt, in seinem Fall, dass er dann sich vom Glauben entfernt hat, dass er als Jugendlicher das alles aufgegeben hat, mit Kirche nichts mehr zu tun hatte, hat bis heute. Und dass ihn das aber heute noch so schmerzt, dass er in so einer Situation völlig aus seiner Rolle kippt und auf einmal ganz in Tränen aufgelöst vor mir sitzt. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die mit solchen, die sowas, solche Formen von Gewalt erlebt haben, auch eine theologische Aufarbeitung brauchen, dass ihnen jemand sagt, nein, das ist nicht der Gott, das verlangt Gott nicht von dir, das steht da auch gar nicht. Diese Stelle muss man anders lesen. Das ist etwas, was Betroffene unbedingt brauchen und was es noch viel zu wenig gibt. Das ist etwas, eine Erfahrung, die ich im Theologiestudium gemacht habe, was für mich das Theologiestudium geleistet hat, überhaupt zu verstehen, dass es verschiedene Gottesbegriffe gibt, dass es verschiedene Zugänge gibt, dass es verschiedene Lesarten gibt, und dass diejenigen, mit denen ich missbraucht worden bin, auch solche sind, die besonders eigentlich absurd sind, die theologisch gar nicht haltbar sind. Aber was in der gemeindlichen Praxis, in der pastoralen Praxis noch viel zu wenig da ist. So, das ist etwas, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und dann brauchen Menschen, die solche Formen von Missbrauch erlebt haben, auch jemanden, sie brauchen auch Seelsorge, sie brauchen jemanden, der sie dann, wenn sie den Übergang in eine selbstbestimmte Spiritualität gehen wollen, der sie da unterstützt. Und der ihnen da
spirituelle Ressourcen erschließt, die genau für das, was sie brauchen, passen. Und da haben Menschen, die geistlichen Missbrauch erlebt haben, oft Skrupel, weil man im geistlichen Missbrauch oft erlebt, dass alle dass alternative spirituelle Ressourcen abgewertet werden. Und dann kann das dazu führen, dass man sich nicht so richtig traut. Wenn sie jahrzehntelang in einem Kontext gelebt haben, wo zum Beispiel Texte von Eugen Drewermann absolut tabu und das ist ein Verräter und ein Abgefallener und so, dann hat man wirklich Skrupel, wenn man später die vielleicht doch lesen möchte. Und wenn dann jemand an der Seite ist, der sagt, nee, komm, wir machen das mal miteinander und du kannst ja dann gucken, ob dir das hilft oder nicht, aber ich bin dabei, hilft einem das. Oder Menschen, die erlebt haben, dass was auch immer, liturgischer Tanz, meditatives Gebet, eucharistische Anbetung, was auch immer das ist, wenn das in dem Setting, wo dieser Mensch missbraucht worden ist, verboten war und schlecht gemacht worden ist, dann braucht er ein bisschen jemand an seiner Seite, der ihm hilft, wenn er sich das wieder erschließen möchte. So, das ist dann das, aber das ist so der letzte Schritt. Das ist so das, wo man dann schon richtig wieder glücklich sein darf darüber, dass ein Mensch seinen Weg in die Selbstbestimmung gefunden hat. Die meisten Menschen, das ist zwar ein trauriger Schluss, aber das ist so, die meisten Menschen, die geistlichen Missbrauch erlebt haben, die meisten Betroffenen, mit denen ich in Kontakt bin, sind noch kaum an dem Punkt, wo sie anfangen zu erzählen. Und ich hoffe wirklich, ich möchte hoffnungsvoll enden. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten erlebt, dass wir über Gewalt sprechen können, wie das in der Menschheitsgeschichte vielleicht zuvor nie der Fall war. Dass wir überhaupt über so etwas wie sexuellen Missbrauch sprechen können, den es ja aller Wahrscheinlichkeit immer schon gegeben hat. Aber jetzt erkennen wir, dass das ein Problem ist und wir können darüber sprechen und es ist kein Tabu mehr. Und ich glaube, dasselbe gilt für geistlichen Missbrauch. Dass wir überhaupt darüber sprechen können, zeigt eigentlich, wie weit wir schon sind und ist eigentlich ein Zeichen, das uns Hoffnung machen kann, dass wir auch nicht nur darüber sprechen, sondern dass wir auch dahin gelangen, dass wir das aufarbeiten, dass wir das in Zukunft verhindern und dass wir immer mehr eine Gesellschaft werden, eine Menschheit werden, in der Gewalt weniger vorkommt. Ja. Danke.